Moin Moin, meine HSV-Freunde. 1-0 gewonnen gegen Düsseldorf, gegen den Spitzenreiter. Es war ein Sieg der Taktik. Das Spiel wurde ja von der Taktik bestimmt. Es war kein Krawallspiel, also was wir hier oft sehen im Volkswerk. Es war taktisch sehr doll geprägt. Und ich bin der Meinung, in der ersten Halbzeit hat Düsseldorf wenig für das Spiel getan. Also wir hatten ja mindestens 65 oder 70% Ballbesitz und hatten natürlich eine Riesenchance durch unser Bagayada. Den muss er einfach machen, den darf er machen, den muss er machen. Da gibt es keine Diskussion über. Dann wäre das, glaube ich, ein ganz riesen Fußballspiel geworden. Aber somit bin ich auch zufrieden. Man muss nicht immer Krawall auf dem Platz haben, 3-4-0 oder was weiß ich. Das war ein sehr guter Sieg mit 3 Punkten. Und nach diesen 2 schweren Wochen für alle Beteiligten, muss ich schon sagen, geht das in Ordnung natürlich. Da war ja natürlich ein Elfmeter, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das hätte auch der Linienrichter schon sehen müssen, da brauchen wir gar nicht sappeln hin und her. Und wie gesagt, 1-0 sind 3 Punkte und das ist für mich wichtig. Jetzt ist natürlich so, die Leute, die jetzt unseren Trainer weghaben wollen, unbedingt, die pöbeln ja rum damit. Ich habe ja so viele Pöbeleien hier in mein Kanal. Ja, ich muss euch enttäuschen. Man entlässt nicht den Trainer beim Sieg, das wisst ihr ganz genau. So, da wollte ich aber eins noch sagen an die Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch an das Trainerteam auch. Und dann muss ich mal 1, 2 oder 3 Leute rausnehmen, die mich heute voll überzeugt haben. Das ist einmal unser Ramos. Der kann das, der kann auch Fußball spielen. Der ist kampfstark, der ist kopfballstark. Ich nehme an, dass wir noch an den Jungen viel Freude haben. Ja gut, bei Bagayada ist das ja so, er macht diese einfachen Dinger nicht rein, aber kämpft wie ein Löwe und hat Luft wie eine Gazelle. Also da gibt es keine Diskussion über, aber den muss er halt machen. Und danach haben wir noch jemanden, also Ludwig Reis hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann habe ich noch einen, der Benisch, hat mir heute sehr gut gefallen. Ich hätte den in der 82. Minute in den Elfer nicht machen wollen. Das war schon nervenstark. Und dennoch gegen sich, also ich muss schon sagen, Laszlo, das Ding hast du wieder wunderbar gezogen. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja, Robin hatte heute nicht seinen besten Tag, den hat er ausgewechselt. Da hat er eine Konsequenz gehabt, fand ich richtig. Da gibt es nichts, weil Robert, er stand neben sich. Hat er auch nicht viele Chancen nach vorne, aber das war nicht so doll. Aber und noch einen muss ich sagen, den er eingewechselt hat. Das hat mir richtig Spaß gemacht, der Dombé. Das war für mich auf außen, also muss ich schon sagen. Der hat richtig noch Dampf reingebracht und somit haben wir das Ding gewonnen. Also ob das ein glücklich war oder nicht glücklich war, das sollen andere Leute bestimmen. Das interessiert mich auch nicht. Es war ein Arbeitssieg. So brauchen wir nicht diskutieren. Und wir hatten auch mal ein bisschen Glück mit dem Keller und mit dem Schiedsrichter. Das muss ich schon sagen. Das war ja abseits oder war ja auch wieder Millimeter abseits. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Nur das eine, was mir so fehlt, da sind ja viele Flanken gemacht worden. Aber keine, die mir gefallen haben. Immer entweder auf dem Tor war, auf den Kastenmeier, der konnte jedes Ding fangen. Da, Kritik muss ja auch sein. Die müssen so ein bisschen weiter rauskommen. 7, 8 Meter vom Tor. Am besten, wir haben immer gesagt, auf 11-Meter-Punkt. Da hast du die größten Chancen, ein direktes Tor zu machen von der Ecke oder was weiß ich. Aber die Flanken sind noch sehr für mich gewöhnungsbedürftig. Die sind einfach nicht gut. So, das dazu, was habe ich denn noch auf dem Zettel gehabt? Nur 2 Jahre hat ein ordentliches Spiel gepfiffen. Hat nicht total alles verpfiffen. Und hat ihn Elfer gegeben, den muss er geben, dann konnte er gar nicht anders. Und normalerweise kann er ihn auch noch rumgeben, hat er nicht gemacht. Aber wie gesagt, rundherum, und das ist meine Manier, wir haben die 2 Wochen jetzt weggesteckt. Und ich hoffe, dass das noch im Gehirn bleibt. Ich will nicht wieder nächste Woche schon wieder sagen, mit wem, da kommt ja auch wieder ein Aufsteiger. Und die haben ja hier auch gut gespielt, hier gegen Leipzig. Aber ich will euch eins sagen, sie haben die 2 Wochen gute und es spielt keiner gegen Trainer. Das haben wir heute gesehen, das ist Blödsinn.
Da gibt es ja einige Leute, die sagen, sie spielen gegen Tempelhalle. Das ist großen Quatsch. Aber wie gesagt, es geht natürlich alles noch besser, aber der Gegner wollte auch gar nicht. Der Gegner Düsseldorf hat mich gedacht, als Spitzenreiter spielt hier mit, dann wäre das wieder ein Spektakel geworden, vielleicht 3-3 oder 4-3 oder irgendwas. Aber die wollten nicht oder konnten nicht, weil wir hinten auch sehr gut gestanden haben in meinen Augen. Auch der Belgier hat ein gutes Spiel gemacht, Muheim sehr gutes Spiel gemacht. Also rundherum ist das für mich das 1-0 ein Arbeitssieg mit Tendenz nach oben. Das ist meine Meinung, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, aber das ist so. Also das ist, diese beiden schlechten Spiele sind, glaube ich, aus dem Kopf raus und jetzt fangen wir wieder an. Wir gucken von oben runter, so würde ich das haben. Alles klar, es bleibt beim Alten. HSV ist oben. Alles Gute. Tschüssi, neuer HSV. Und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an die Truppe. Ihr habt euch zusammengerissen. Ihr habt auch ein bisschen für den Trainer gespielt. Aber ich will euch eins sagen, der hat euch ja ganz schön gescheucht. Ne? Ich war ja da. Aber wie gesagt, gewonnen ist gewonnen. Ob das 1-0 ist oder 7-0. Und Ferro wieder zu 0. Wunderbar. Mir geht nicht. So Jungs, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und die U21 ist wie morgen gegen St. Pauli. Da würde ich mal hingucken, vielleicht abends. Und dann nochmal ein Dreier, da bin ich zufrieden. Alles klar und dann hau rein ins Tango. Tschüssi.